Willkommen zurück zum RPG mit Rufus. Moment. Kann ich hier irgendwie speichern? Nein. Na gut. Das ist also ein Totenschädel hier am Boden. Den wir. Ach so, das ist angreifen. Okay. Da ist unsere schöne, wundervolle Truppe. Aber wo versteckt sich der Wombat? Ah! Da ist er! Oh Gott! Angriff! Oh nein! Haut ihn mit dem Buch! Was ist das? Eine... Oh! Wie? Der Einzige, der Schaden macht, ist Rufus. Du hast auch ein Schwert, benutze das halt. Was? Hey, aber einen hat's erwischt. Das Kleinod in Händen haltend, gedachte er der tapferen Kameraden, die in der Schlacht gefallen waren. Hässlicher Huttyp, anderer Typ. Und, habe ich jemanden vergessen? Das ist ja egal. Hey, aber die anderen haben noch gelebt. Ich habe sie alle gerettet. Och. Na gut. Ein Ring für deinen Finger, mein Schatz. Oh, Rufus, wo hast du nur dieses kostbare Schmuckstück her? Ich habe sie auf Elysium aufgegabelt. Du Charmeur! schön. Okay. Kamera. Und was mache ich jetzt mit Hammer und Meißel? Um das zu montieren, bräuchte ich schon einen Adapter. Und vielleicht einen triftigen Grund. Hallo? Was? Oh. Entschuldige, bitte. Ich muss kurz eingenickt gewesen sein. War gestern wohl etwas länger, was? Wer hätte gedacht, dass sie so tief in der Provinz so gute Goa-Party schmeißen? Tut mir leid, dass das mit der Vorhersage nicht funktioniert hat. Schon okay. Irgendwann, möglicherweise aber auch nie, werde ich dich bitten, mir eine kleine Gefälligkeit zu erweisen. Ja, deine... unendliche Zeitschleife gesehen. Das ist ja auch was, was man hier vielleicht mal ansprechen sollte. Der weiß quasi schon, was abgeht. So, wir haben hier was für dich. Stillhalten? Stopp! Was hast du vor? Stillhalten gilt auch für die Sappelklappe. Ich protestiere! Stell dich nicht so an. Es ist wie ein Pflaster abzureißen. Nur eben mit Hammer und Meißel. Handwerk hat goldenen Boden. Nein! Wenn du das Wasser verfehlst, vergiss nicht... dich abzurollen. Dass mich die Leute aber auch nie ausreden lassen. Ach, Rufus. Du bist schon... Ich wollte noch den Polarstern hier fotografieren. Mist, das habe ich jetzt natürlich vergessen. Ach, egal. Wird schon nicht so wichtig sein. Aber irgendwo muss er doch für gut sein. Oder war er nur für den schlechten Witz gut? McChronicle? Wo bist du so gelandet? Hier nicht. Vielleicht... Oh, hier! Na, da schau her! Dero Gnaden hat sich doch noch bequemt, hier aufzukreuzen. Ja, wer hätte das gedacht, nachdem du mich eben beinahe getötet hättest? Das war doch vollkommen ungefährlich. Du hingst über dem Fluss. Direkt über der Stelle, wo Biber einen Damm aus rostigen Nägeln gebaut haben. Das zählt trotzdem als Fluss. Ich glaube, ich brauche einen Arzt. Tja, das Leben ist kein Grabbeltisch. Ich zum Beispiel bräuchte einen zuverlässigen Assistenten. Und nun guck mal im Spiegel nach, was ich da habe. Ja, mach doch mal, löst doch mal hier das Foto aus. Also, was ist dein Plan?
Porta Rustica ist nur wenige Stunden flussaufwärts. Wenn wir deine Abreise verhindern, kann heute Abend in Kuwak auch niemand die Zeit zurückkurbeln. Könnte knapp werden. Bei Sonnenaufgang werde ich dort bereits aufbrechen. Dafür ist gesorgt. Ich habe uns ein Boot organisiert. Alles, was wir noch brauchen, ist ein romantisches Foto von Goal und mir. Und wo ist sie? Und was ist das da? Das Casting ist Sache der Regie, okay? Du operatest die Kamera. Und? Ist es jetzt soweit? Ja, los geht's. Ja, geht los. Drück einfach auf den Auslöser. Kamera bereit? So. Das ist doch das perfekte Foto. 3 von 3. Gleich mal einwerfen. Zwei von drei. Bravo, du bist nah dran, Burschi. Mist, irgendwas fehlt da doch noch. Vielleicht etwas mehr Persönlichkeit. Und ist es jetzt soweit? Einen Moment noch. Was kann ich denn noch verändern hier? Das immerhin lässt sich nochmal mitnehmen, der Rest nicht. Also scheint vielleicht mit dieser Hand noch was nicht zu stimmen. Ich kann ja mal den Ring an Goal geben. War das nicht eh mein Plan? Was hast du da? Eine romantische Geste. Einen vollgesabberten Plastikring aus einem Pop-Art-Katalog? Fast. Er kommt aus einem Kaugummiautomaten. Warum zeigst du mir den? Wie würdest du reagieren, wenn ich dich unterrichtete, dass es sich hierbei um ein Symbol meiner Gefühle für dich handelt? Ich würde dich fragen, was die Bissspuren und das Blut symbolisieren. Dann ist es ja gut, dass ich das nicht gefragt habe, richtig? Richtig. Ja, ja, ich bin ein echter Frauenversteher. Aber es ist ein Einhornring. Wie kann sie ihn nicht toll finden? Es ist ein Ring mit einem süßen Einhorn drauf. Oh. Nein, das soll eine Überraschung werden. Frauen lieben Überraschungen. Nein, Deponia an Goal. Bitte kommen. Meh. Ach, herrje. Meh. Wenn du soweit bist, steck einfach das Foto in den Lavomat, Bursche. Wonach scannt das Gerät denn? Na, wonach wohl? Nach den drei romantischen Elementen. Aha. Stimmt's nicht, Darling? Wenn man das Wort Schuh umdreht, heißt es Uchs. Genau. Erstens das Ambiente. Ein romantisches Essen vielleicht. Dann ein Zeichen der Verbundenheit. Und schließlich einen Liebesbeweis. Liebesbeweis? Ja. Hol dir die Sterne vom Himmel. Träbeutig. Was, Darling? Es ist unmöglich, ein System bis zum absoluten Nullpunkt abzukühlen. Ist sie nicht goldig? Essen, Verbundenheit, Stern ist notiert. Du weißt schon, dass Liebe keine Checklisten kennt, oder? Na hör mal, du bist doch derjenige, der Zuneigung mit einer Maschine misst. Touché. Gut gekontert. Ja, die Sterne vom Himmel holen, das ist das, was noch fehlt. Darum müssen wir uns jetzt kümmern, schätze ich mal. Denn der Rest hat ja schon gestimmt. Also, auf nach oben und ein Foto machen. Der würde sich gut auf dem Foto machen, aber ich bezweifle, dass ich die Fotowand hier raufgewuchtet kriege. Ach so, das ist nur eine Frage der Kreativität. Aber kann ich denn jetzt nicht, ich wollte doch einfach nur den Stern fotografieren und dann... Moment. Was? Der würde sich gut auf dem Foto machen, aber ich bezweifle, dass ich die Fotowand hier raufgewuchtet kriege. Du sollst das Ding auch fotografieren und nicht rumlabern. Der würde sich gut auf dem Foto machen. Mist. Wie komme ich an diesen Stern ran? Da brauche ich doch noch irgendein neues Item für dann. Außerdem, Moment mal, Sterne sind von überall sichtbar, nicht nur von der Achterbahn. Wir müssen nur die Fotowand ein wenig drehen.
Das sollte sich doch bestimmt machen lassen. Ach, ich weiß auch nicht. Geben wir dem Ding mal wieder eine Hand und den Ring. Oh, Rufus, wo hast du nur dieses kostbare... Ich hab sie auf Elysium. Und dann... so... Aber wie kann ich denn jetzt, also... ach, vielleicht haben die ja irgendwas zurückgelassen. Nee, doch nicht. Ist denn der Prophet jetzt glücklich? Endlich kann ich mich zur Ruhe setzen. Mach wohl, aber ich behalte die Lizenzrechte. Lizenzrechte? Na klar, ich habe schon die Besetzungsliste für das Reboot im Kopf. Und das Tollste, Veronika Fernes kommt nicht drin vor. Gut. Nachdem wir das also geklärt hätten, gehen wir am besten einfach mal ins Spiegelkabinett. Ja. Irgendwann kehre ich zurück und erledige die Sidequests. Versprochen. Oh Mist, es gab Sidequests? Ich bin immer noch nicht ganz sicher, wie ich den Wombat besiegt habe, ob das so gedacht war. Naja. Tja, wie kriege ich denn jetzt, von dem Stern und so? Bitte recht freundlich. Meh. Ach, herrje. Meh. Ich hätte trotzdem gerne ein Foto gemacht. Nein, das soll eine Überraschung werden. Frauen lieben. Ach Mist, ich bin so nah dran, so nah. Aber ich kann diese Bremse nicht mehr lösen. Genau darum heißt es Spaßbremse und nicht Spaßgaspedal. Es gibt hier kein Spaßgaspedal, leider. Man kann hier auch nicht einsteigen. Das ist doch fies. Ich mach mal übrigens einen Speicherstand. Hab ich schon so lange nicht mehr gemacht, könnte man mal wieder tun. Am Ende passiert noch irgendwas. Was soll ich denn jetzt mit diesem Stern und so weiter? Man könnte ja... Ach, ich hab doch keine Ahnung. Mein Vorhaben, bing, steht unter einem guten Stern. Ja. Ach je, ach Gott. Ach, was weiß denn ich? Ach, ich weiß es doch nicht. Ach, das macht mich fertig. So nah und doch so fern. Hol mir die Sterne vom Himmel, Rufus, sagte er. Oh, das Ding will er nicht mehr bedienen, hab ich recht? Mit diesen Betrügern spiele ich nicht mehr. Natürlich. Und das hier kann ich immer noch machen, aber das bringt nichts. Kann ich natürlich McChronicle, das Hutmagazin, geben. Damit kennt er sich nicht aus. Da geht es um die hohe Kunst der Romantik. Irgendwann, möglicherweise aber auch nie, werde ich dich bitten, mir eine kleine Ach, es hat 20 Folgen gedauert, bis ich rausgefunden habe, dass ich Dialoge mit Linksklick überspringen kann. War das in früheren Dekonia-Teilen auch schon so? Ich habe es die ganze Zeit mit Punkt auf der Tastatur gemacht und mich darüber aufgeregt, dass ich das nicht umlegen kann. Aber war das in früheren Dekonia-Teilen auch schon so? Denn instinktiv habe ich es mit einem Rechtsklick probiert und das ging nicht. Aber Linksklick geht. Ist ja erstaunlich. Du brauchst wieder einen Hut, Junge. Du brauchst einen Hut. Schau mal, extravagante Hüte sind retro und darum wieder voll aktuell. Das ist mir egal. Ich habe gesehen, dass mein Look
zukunftssicher ist. Endlich bin ich der Trendsetter. Mist. Schau mal. Zeig mal. Was? Was ist? Ist das etwa deine Freundin? Ich hoffe, ihr plant keine Kinder. Lies einfach die Zukunft, okay? Schon gut. Ich glaube, ich empfange tatsächlich ein Bild. Aber was ist das? Eine Feedback-Schleife. Schnell, nimm das weg. Nimm das weg, nimm das, 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 nimm das. Hallo? Ist das noch Teil der Vorhersage? Wie unheimlich. Ob mir das noch was bringt, wenn er jetzt hier in seiner Vision drin ist? Ich mach mal noch ein Bild zur Sicherheit. Ein Foto reicht. Fotogene sei ja gerade nicht. Ach so. Und? Ist es jetzt soweit? Einen Moment noch. Nee. Hier passiert gar nichts. Ja, ich weiß nicht. Diese unlogische Sache, die man mir angekündigt hat, ist vielleicht die Sache mit dem Stern, aber ich komme nicht drauf. Im Moment komme ich nicht drauf. Fast besser als die echte. Die hier lächelt ja wenigstens. Die Braut zeigt mir den Finger. Und es ist nicht der Ringfinger. Ach so? Es ist nicht der Ringfinger? Aber es hat nur vier Finger, die blöde Hand. Das macht mich auch ein bisschen fertig, dass ich sie wieder abnehmen kann. Viele Hände schaffen ein schnelles Ende. Deshalb schlafe ich für gewöhnlich mit einer Laubsäge unterm Kopfkissen. Ich warte damit lieber noch auf den richtigen Moment. Wir haben beide so viel um die Ohren und das Jahr ist auch bald rum. Diesem Grab muss ich noch irgendwas machen können. Zum Wegwerfen zu schade, als Grabbeigabe zu ordinär. Ach, ich weiß ja auch nicht. Ach, was mache ich denn jetzt? Diesmal habe ich wirklich gar keine Idee. Vielleicht muss ich mir wie beim letzten Mal nochmal die Folge genau anschauen und gucken, ob ich irgendwas übersehen habe. Endlich kann ich mich zur Ruhe setzen. Mach wohl. Lizenzrecht? Na klar, ich habe... Weil die machen doch jetzt auch nichts Neues mehr. Man muss kein Prophet, aber... Man muss kein... Aber... Schau mal, meine Freundin. Du datest eine. Ja, Spruch mit der Bowlingkugel. Man muss kein Profi, aber. Kamera. Ach nein, hier geht doch gar nichts. Mit Chronicle müsste irgendwas gehen. Damit kennt er sich nicht aus. Da geht es um die hohe Kunst. Ach, der Seher macht hier so Geräusche. Moment mal. Hallo? Ich pack weh. Jetzt ist er wieder normal. Er hat sich schnell wieder gefangen. Vielleicht steckt ja doch noch ein ganz brauchbarer Abenteurer in ihm. Ich hab doch so langsam, hab ich doch alle Gegenstände, die es hier gibt, durch. Bis auf Goal. Also, ich probiere noch einmal, ob ich irgendwas mit diesem Stern machen kann. Und zwar die Items, die ich noch nicht mit dem Stern benutzt habe. Ich romanze alles ungefettet in Grund und Boden. Vielleicht ist das Unlogische, dass ich mit der Hand den Stern vom Himmel holen kann. Mein Vorhaben, bing, steht unter einem guten Stern. Nein, das war's nicht. Das wäre auch zu logisch für Rufus. Nee. Und das ging nicht, ne? Der würde sich gut, aber ich bezweifle. Seufzt, seufzt und nochmal seufzt.
Die beiden habe ich ihm ja schon gezeigt. Die kennt er beide. Auch das Retro, oder? Dein Hut war schon vor 10 Jahren aus der Mode. Aber nicht doch in der Liebe. Und die Liebe. Gibt es noch ein? Genau, das habe ich ihm gezeigt. Vielleicht schaue ich die Sache mit dem Stern nach. Das könnte ich mal machen. Ach. Was soll der Geiz? Ich habe auf jeden Fall überhaupt keine Idee und vielleicht probiere ich noch ein bisschen rum und vielleicht schaue ich die Sache nach. Aber auf jeden Fall geht es erst in der nächsten Folge weiter mit dem Sternchen. Und deswegen, bis dahin. Tschüss.